Oder das Erschreckendste war, als der fertig war mit Zählen, 1, 2, 3, und gleich danach das Feuer anfing, dass die dann ganz skrupellos in die Menge geschossen haben, die Leute. Die Leute, wie wir auch, wir waren im ersten Moment entsetzt, dachten, wir konnten es gar nicht glauben, und die auch nicht, dass da in eine friedliche Demonstration geschossen wird. Also es fing so an, dass ich gesagt habe, dass wir am Flughafen ankamen und eigentlich gleich laufen mussten, weil da Militär war, die auf die Bauern, die Campesinos, losgegangen sind. Nicht? Wir haben dann versucht, unsere Gerätschaften in Ordnung zu bringen und ins Hotel, erstmal ab Gepäck weg und sind dann wieder in die Stadt zum Drehen. Und da waren überall kleine Demonstrationen gewesen, die waren noch nicht so gravierend, aber man hat gesehen, das Militär hat also versucht, immer in Gruppen auseinanderzutreiben. Und 2 Tage später war halt die Hauptdemonstration angesetzt von den Gewerkschaften und von den Studentenvereinigungen und von den Landarbeitern. Haben auf der Straße Straßensperren gebildet, im Sitzen und eingehängt. War eigentlich eine friedliche Geschichte und sie wollten halt bloß für ihre Rechte demonstrieren. Tauchte auf einmal das Militär auf, erst nur mannschaftsweise, und nachdem sie merkten, es hat dann keinen Erfolg, kamen dann auch Panzer an, die Panzerspähwaren. Und ich kann mir noch erinnern, wie das dann so vor sich ging. Einer kam auf einmal ein Mann mit, war wahrscheinlich ein Offizier, mit Megafon vor und hat also gesagt, also sie sollen die Straße freigeben, sonst wird geschossen. Und hat natürlich keiner geglaubt, dass das passieren würde. Und das ging dann so 3-mal. Also ich sage, ich zähle jetzt bis 3, dann müsst ihr verschwunden sein, dann schieße ich. Und dann hat man gesehen, der ist dann hinter dem Panzer verschwunden und die Panzer sind dann vorgefahren. Und dann zählt er 3 und fing tatsächlich die Schießerei an. Wir haben ganz entsetzt dagestanden und es passierte erstmal gar nichts. Es war erstmal ein Schock gewesen. Und dann ging es los. Dann versucht aufzuspringen und wegzulaufen. Viele sind übereinander gefallen und gescholpert und ein Riesengeschrei und Lärm. Vor allen Dingen Frauen mit ihren Kindern, die sind dann auch übertrampelt worden. Nicht? Und jeder versuchte sich dann halt in Sicherheit zu bringen. Nicht? Ältere Bauern mit ihren Werkzeugen noch und die Studenten und Studentinnen, die dann halt versuchten, in den nächsten Zaun zu klettern oder sich in Sicherheit zu bringen, in andere Straßen oder hinter Autos versteckten oder Fahrzeugen versteckten. Nicht? Hauptsächlich versuchten, über Zäune zu klettern. Nicht? Aber das Militär war halt überall da und hat halt die versucht, wieder zurückzuziehen vom Zaun und dann drauf zu hauen. Nicht? Aber das waren halt so Bilder, die halt auch nicht aus dem Kopf gehen. Nicht? Und wir versuchten, das zu drehen, sind auch gelaufen, auch mit Angst. Und vor der deutschen Botschaft haben wir uns versucht, dann abzusetzen, aber es ging nicht. Und da hat dann das Militär gemerkt, dass wir eigentlich das gefilmt haben. Und ich konnte mich ein bisschen absetzen und habe dann versucht, die belichtete Kassette, die drin war damals noch Film, zu retten. Habe sie rausgenommen, habe dann schnell eine unbelichtete reingelegt und habe gesagt, so, meine Kamera könnte haben, nicht, damit die nicht auch noch kaputt geht. Und habe versucht, die gerettete Rolle einem sogenannten Vertrauensmann zu geben. Das war der Portier im Hotel, der Nachtportier, der in den 2, 3 Tagen so ein Vertrauen bei uns aufgebaut hat. Und wir dachten, aha, der ist in Ordnung. Nicht? Und ich gebe dem dann die gerettete Kassette. Und der ist gleich zum Militär gegangen und hat gesagt, also hier habt ihr das Material. Nicht? Und das war dann auch so ein Material, das halt sind Bilder, die dann auch nie gesendet wurden. Nicht? Das ist dann so enttäuschend, dass dann die Arbeit, die man dann verrichtet hat, dann so zunichte gemacht wird, nicht durch ja, in der hinterfotzigen Typen. Und was dann nachher noch übrig war vom ganzen Platz, das war nur noch ein Platz mit Schuhen. Also alles, komischerweise alle die Schuhe verloren, nicht? Und das war dann auch so ein Bild, das mir auch immer noch im Kopf bleibt. Dass da der ganze Platz nur noch mit Schuhen voll war, nicht? Wo früher alle Menschen waren und jetzt auf einmal nur Schuhe.